Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 in einem neuen Projekt, und zwar der CG-Hausen-Projekt, und zwar auf der Map hier. Ja, ich habe mir schon ein paar Fahrzeuge gekauft, was wir noch nicht hatten. Ich kaufe mir noch das hier. Dann könnten wir los. Ah, ich werde nicht weitergehen, wenn da ein Weg ist. Natürlich hinten schön mit Chrissy Gaming Gewicht und vorne mit CG Gewicht. Ein Traktor gibt's nicht. Download, den hat mir Patrick Modding zur Verfügung gestellt. Ja. Oh. Dann machen wir mal die Gewichte ab. Bestellen die. Wenn ihr die Gewichte haben wollt, schaut auf unserer Website, und zwar cg-modding.at. Link dazu ist in der Infobox. Dort könnt ihr ein paar Mods runterladen. Auch diese Gewichte hier. Ja. Und jetzt stellen wir das da runter. Warum hat das und so? Wir jetzt machen. Und wir uns mal ein Schicksal. Ah ja, herrlich. Da holen wir uns zuerst ein paar Hühner. Von den Adi hier. Da. Hier vielleicht. Auch nicht. Hier vielleicht. Ah. Einen Hahn holen wir uns, dann holen ein paar Hühner. Draußen. Was? Dann müssen wir mal schauen, was mit uns Geld ist. Unkraut. Witz. Haben wir es vor uns über. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst natürlich gern ein Like da, und wenn ihr noch Vorschläge habt,
was wir für Mods mit reinnehmen sollen oder was wir aus diesem Projekt machen sollen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann setze ich das um, was ihr haben wollt. Und ja. Hier drin. Auch nicht. Wie ist denn das dann? Ah, hier. Ich bin vorbeigelaufen. Und was mit mir mehr Kapazität haben. So. Dann kann es losgehen. Wo wir Herbizid herkriegen. Ein Blick. Lass mal auffüllen. Müssen wir die zwei Felder bekennen. Dann können wir eigentlich mit dem hier schon was mit. Etwas.
warum funktioniert das nicht? Ahi? Ja, das neue. Oh, dann... Okay, weiter mal. Erstmal Eichen für uns. Oh, dann schauen wir kurz. Oh, danke. Feld 1.
Feld 1 aktuell. Matisch. Komm mal vorgewählt einstellen. Ah, hier. F1 Out. Unkraut. Gut damit. Down von. Aus. Schade. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, natürlich das Like nicht vergessen und schreibt in die Kommentare, ob euch das Projekt gefällt. Wenn ja, lasst ein Bewertungskommentar da, und wenn ihr noch Mods dazu habt für die Map, könnt ihr auch gerne den Link in die Kommentare schicken, und dann schauen wir die an, dann nehme ich die mit rein. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, haut rein, tschüss.